Das Auswärtige Amt von Annalena Baerbock steht mal wieder unter massivem Beschuss. Denn es liegen weitere Beweise vor, dass die Mitarbeiter der Botschaft Islamabad dazu gedrängt wurden, Flüchtlingen mit gefälschten Dokumenten ein Visa zu erteilen. Alles und viel mehr in diesem Video. Es ist nun 2 Jahre her, dass die Bundeswehr als auch die Amerikaner im August 2021 Afghanistan verlassen hat. Für viele Menschen, die dort lebten, war das ein wahres Albtraum-Szenario, denn sie fürchteten die Konsequenzen der Taliban, weil viele Ortskräfte den Deutschen als auch den Amerikanern geholfen haben. Deshalb hat Deutschland angesichts der drohenden Gefahr durch Inhaftierungen und Hinrichtungen 23.614 Ortskräften Schutz durch Asylgewährung zugesichert. Bis hierhin ist ja alles verständlich. Diese Menschen haben uns geholfen, deshalb stehen wir in ihrer Schuld. Aber jetzt fängt der Murks an. Denn die Regierung erklärte sich bereit, durch Annalena Baerbock und Nancy Faesers initiierte Bundesaufnahmeprogramm für Afghanen monatlich 1000 weitere Menschen die legale Einreise nach Deutschland zu ermöglichen und auch zu finanzieren. Abgesehen davon, dass die Kommunen sowieso schon völlig überlastet sind und wir derzeit wieder Migrationsströme im 7-stelligen Bereich haben, was diese Idee mehr als fragwürdig macht, liegt der wirkliche Skandal in der Organisation. Denn diese 1000 Menschen werden nicht von einer staatlich geprüften Organisation ausgewählt, sondern von NGOs. Und NGOs sind Non-Government Organizations, zu Deutsch Nichtregierungsorganisation. Und jetzt kommen wir zu dem Problem, wenn man diese Hoheit an einer nicht regulierten Stelle abgibt. Die enge Zusammenarbeit mit den Nichtregierungsorganisationen, NGOs, ist neu und intransparent. Das Auswärtige Amt und Innenministerium halten sogar geheim, um welche Organisation es sich überhaupt handelt. Denn Organisationen seien selbst überlassen, ob sie ihr Mitwirken am Bundesaufnahmeprogramm öffentlich machen, so sagt Baerbocks Ministerium. Und das ist das Groteske an der Sache. Ein völlig intransparenter Bewerbungsprozess, der es grundsätzlich möglich macht, dass Menschenhandel und Schmuggel gefördert wird. Weil wer kontrolliert es denn? Darüber hinaus hat sich das Auswärtige Amt in Islamabad mehrfach darüber beschwert, dass die angeblichen Gefährdungsanzeigen von bis zu 700 Justizangehörigen sich in der Struktur und Argumentation der Gefährdungslage ähneln und stellenweise sogar inhaltlich gleich sind. Und das Ergebnis von Nancy Faeser und Annalena Baerbocks auf den Weg gebrachten Bundesaufnahmeprogramm für Afghanen können wir in diesem Artikel sehen. Bundesregierung holt Scharia-Richter nach Deutschland. Außenministerin Annalena Baerbock will monatlich bis zu 1000 Afghanen und deren Angehörige nach Deutschland holen. Eigentlich sollte es um Menschen gehen, die von der Taliban verfolgt werden. Doch in der deutschen Botschaft vor Ort schlägt man Alarm. Auf der Aufnahmeliste finden sich zahlreiche Islamisten und Scharia-Gelehrte. Und genau deshalb kam es auch zu der Situation, dass sich die Beamten in Islamabad weigerten, Visas aufzustellen, weil offensichtlich wurde, dass es sich in vielen Fällen um Betrug handelte. Ein prominentes Beispiel war Mohammed G., der behauptete, in Deutschland einen Bruder zu haben und versuchte mit einem gefälschten Pass ein Visa zu erhalten. Anschließend wurden die Mitarbeiter, die vor Ort den Antrag abgelehnt hatten, von Berlin unter Druck gesetzt, trotz Fälschung und Nichtsicherstellung der Identität ein Visa auszustellen. Und das muss man sich mal bitte vorstellen, geht es noch linksextremer und krimineller. Naja, später stellte sich raus, dass Mohammed G. kein Afghane war, sondern ein Pakistaner und nicht 14, wie er selbst angab, sondern 20 Jahre alt war. Abgesehen davon, dass Frau Baerbock und ihre Amtsträger sich damit strafbar gemacht haben, sollten wir uns aber mal eine ganz andere Frage stellen. Denn rein aus mathematischer Sicht, welchen Sinn macht es wirklich, Afghanen in Deutschland aufzunehmen? Wir können in dieser Grafik sehen, dass die Zahlen drastisch zunehmen. Allein in den vergangenen 2 Jahren hatten wir einen Zuwachs von rund 113.000 Personen und sind somit knapp auf 385.000 Afghanen insgesamt angewachsen. Mal unabhängig davon, dass ein Großteil der Afghanen illegal durch mehrere sichere Drittländer gereist ist, um in Deutschland letztendlich Asyl zu beantragen, sollten wir uns mal anschauen, wie sinnvoll es überhaupt ist, dass wir diese Afghanen hier erlaubt haben zu bleiben. Denn meine Recherchen haben etwas Interessantes ergeben.
Aber um das besser zu verstehen, schauen wir uns mal im Detail an, was uns ein Flüchtling im Monat in Deutschland kostet. In einem Positionspapier der Kommunalen Spitzenverbände in Hessen heißt es, Städte, Landkreise und Gemeinden in Hessen setzen einen Forderungsbetrag gegenüber Bund von 3.500 Euro pro Flüchtling und Monat an. Natürlich werden bei den Kosten auch das Erschaffen von Wohnraum für die Flüchtlinge mit eingerechnet. Aber das sind grundsätzlich die Kosten, die anstehen, die auch weiter angewachsen sind, weil Nancy Faeser beschlossen hat, auch Afghanen, dessen Asylantrag noch nicht genehmigt wurde, trotzdem einen Integrationskurs zur Verfügung zu stellen. Auch an diesem Punkt kann man sich fragen, warum wir vorhaben, jemanden zu integrieren, der erstens illegal in unser Land gekommen ist und zweitens, bei dem es gar nicht feststeht, ob er bleiben darf. Und auf langer Sicht sollte es eigentlich unser Ziel sein, diese Menschen bei besserer Lage wieder in ihr Land zurückzuführen. Und wenn man es genau nimmt, sind es weitere Pull-Faktoren, die damit erschaffen werden, die natürlich von Links und Grün verleugnet werden, beziehungsweise die ja angeblich nicht existieren. Aber kommen wir wieder zurück zur Rechnung. Wenn wir also die Kosten für Unterkunft, Nahrung, Integration, medizinischer Zugang, Erstausstattung und so weiter, dann liegen wir bei 3.500 Euro monatlich pro Person. Wenn wir das Ganze mal 12 Monate und mal insgesamt 385.000 Afghanen multiplizieren, ergibt sich ein Kostenfaktor von 16 Milliarden 170 Millionen im Jahr. Natürlich ist das nur grob gerechnet, aber letztendlich wurde deutlich mehr ausgegeben. Wenn wir alleine die letzten 8 Jahre an Transferleistungen, die an Afghanen geflossen sind, berücksichtigen, sprechen wir von einer beachtlichen Summe. Aber konzentrieren wir uns nur auf die 16 Milliarden 170 Millionen. Ich habe nämlich überprüft, wie hoch die Lebensunterhaltungskosten in ortsnahen und kulturähnlichen Nachbarländern wären. Dafür kam natürlich Pakistan in Frage, was direkt an Afghanistan angrenzt und auch muslimisch geprägt ist. Während also die Kosten in Deutschland bei ca. 3.500 Euro pro Person liegen, wäre es in Pakistan nur 301,70 Euro und das mit einem Apartment im Zentrum der Stadt Islamabad. Nehmen wir als Beispiel eine vierköpfige afghanische Familie in Deutschland. Diese benötigt eine durchschnittliche finanzielle Aufwendung in den ersten 12 Monaten von 144.000 Euro, also 12.000 Euro im Monat. Wenn man aber eine vierköpfige Familie mit der gezielten humanitären Hilfe in Pakistan unterbringt, dann liegen die Kosten bei insgesamt 1.206,80 Euro und dabei sind alle grundlegenden Bedürfnisse wie Nahrung, Unterkunft, Kleidung berücksichtigt. Man kann also wirklich sagen, dass jeder ausgegebene Euro in Deutschland einen Wert von 10 Euro in Pakistan entspricht. Ich kann mir gerade vorstellen, dass den einen oder anderen die Kinnlade runterfällt, bei den Gedanken, wie viel mehr man mit demselben Geld, was wir hier ausgeben, vor Ort erreichen könnte. Aber um euch das Ganze nochmal zu veranschaulichen, habe ich hier ein paar Grafiken gesammelt. Hier ist eine Grafik von den Preisen zwischen den Städten Berlin, welches die meisten Flüchtlinge aufgenommen hat, und Islamabad. In der dritten Reihe könnt ihr sehen, dass ein Apartment in Berlin mit 3 Schlafzimmern durchschnittlich 2.425 Euro kostet, während es in Islamabad nur 343,15 Euro kostet. Dann konnte ich natürlich auch mehrere Vergleichsseiten finden mit allen gängigen Produkten, die man für das Leben so braucht. Zum Beispiel seht ihr hier einen Restaurantbesuch in Höhe von 12 Euro in Berlin, was ein Gegenwert in Islamabad in ein Restaurant mit ähnlicher Qualität von nur 1,11 Euro liegen würde. Daraus ergibt sich am Ende das hier. Verbraucherpreise inklusive Miete sind in Islamabad 78,3% niedriger als in Berlin. Mietpreise in Islamabad sind 87,5% niedriger als in Berlin. Restaurantpreise sind in Islamabad 77,7% niedriger als in Berlin. Und Lebensmittelpreise sind in Islamabad 73,6% niedriger als Berlin. Aber um die ganze Rechnung zu Ende zu bringen, werde ich euch zeigen, wie viele Menschen wir mit 16 Milliarden 170 Millionen in Pakistan versorgen könnten. Wenn eine Person monatlich nur 301,70 Euro in Islamabad kostet und wir insgesamt 385.000 Afghanen in Deutschland haben, dann würden wir monatliche Kosten, vorausgesetzt wir würden das in Islamabad finanzieren, von 116.154.500 Euro haben. Also würden wir jährlich nur 1.398.500.000
540.000 Euro bezahlen müssen. Somit könnten wir mit demselben Geld, was wir in nur einem Jahr in Deutschland für die Afghanen ausgeben, diese für mindestens 12 Jahre in Pakistan unterstützen für Nahrung, Unterkunft und alles, was gebraucht wird. Das bedeutet also ein Ersparnis von insgesamt 14.791.146.000 Euro. Und dieses Geld könnte dann gezielt eingesetzt werden, um die Ursachen von Flucht und Migration direkt zu bekämpfen. Da fragt man sich doch wirklich, warum die Regierung so einen Wahnsinn finanziert. Wir könnten also viel, viel mehr Afghanen helfen, diese in einen kulturnahen Raum unterbringen, viel günstiger finanzieren und das ersparte Geld könnten wir für die Fluchtursachenbekämpfung nutzen. Ich muss immer wieder betonen, dass unsere Regierung entweder schlecht in Rechnungsführung ist oder es als sportliche Herausforderung sieht, Steuergelder ineffizient zu nutzen und zwei Kulturen aufeinanderprallen zu lassen. Was auch immer es sein sollte, nichts sieht danach aus, dass unsere Regierung ihren Kurs ändern wird. Stattdessen weichen sie immer weiter die Familiennachzuggesetze aus. Das bedeutet, wenn ein Flüchtling kommt, bringt es zwei Familienmitglieder später mit. Ich kann mal wieder nur sagen, es ist links, es ist grün, es ist Wahnsinn. Naja, das war's mal wieder mit dem Video. Wenn euch dieser Inhalt gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, lasst gerne einen Daumen hoch da und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.